Lesung aus dem Hebräerbrief. Als Christus auf Erden lebte, hat er mit lautem Schreien und unter Tränen Gebete und Bitten vor den gebracht, der ihn aus dem Tod retten konnte. Und er ist erhört und aus seiner Angst befreit worden. Obwohl er der Sohn war, hat er durch Leiden den Gehorsam gelernt. Zur Vollendung gelangt ist er für alle, die ihm gehorchen, der Urheber des ewigen Heils geworden. Es wird wahrscheinlich nur denen auffallen, die regelmäßig den Schott in die Hand nehmen und wissen, was die Tageslesungen sind, dass das heute eine andere Lesung ist, nicht in der normalen Reihenfolge, sondern wir feiern heute das Fest der Schmerzen Mariens oder Gedächtnis der Schmerzen Mariens. Für uns Schwestern ein ganz zentrales, eigentlich so ein Mutterfest. Und ich habe nicht die bekannten Stellen genommen. Es gibt so zwei zentrale Stellen, die deutlich machen, worum es in dem Fest geht. Nämlich bei der Darstellung im Tempel, wo Simeon Maria voraussagt, dass sie ein Schwert des Leidens, also großer Schmerz, treffen wird. Und die zweite Stelle, wo Maria mit Johannes unter dem Kreuz steht. Ich habe bewusst die Lesung genommen, die den Blick ja eigentlich gar nicht direkt auf Maria lenkt, sondern auf Jesus. Aber ich glaube, dass genau das so die Grundzüge, die Maria versucht hat zu leben, zum Ausdruck bringt. Wenn wir mit Leid konfrontiert sind, so haben wir wahrscheinlich ganz unterschiedliche Formen gelernt, damit umzugehen. Wenn es zu viel ist, so mache ich es zumindest, wenn ich die Nachrichten höre, schalte ich wahrscheinlich irgendwann ab. So eine Nachricht nach der anderen. Und wo ich mir denke, das kann ich gar nicht alles aufnehmen. Und ich möchte aber jetzt auch nicht mich vom Leid so herunterziehen lassen, dass ich depressiv werde. Anders ist es, wenn wir Menschen begegnen, die ganz konkret mit Leid konfrontiert sind. Vielleicht noch einmal eine Spur anders, wenn es Menschen sind, die wir kennen. Für mich sind so drei Schritte hilfreich, die ich auch aufgrund dieser Lesung sehr deutlich die für mich zum Vorschein kommen. Dem Leid muss ich zuerst einmal begegnen oder den Leidenden eigentlich begegnen. Das heißt hier von Jesus, dass er mit lautem Schreien und unter Tränen Gebete und Bitten vor den gebracht hat, der ihn retten konnte. Es gibt das Leid, das hörbar ist, wo Menschen wirklich auch weinen und schreien. Es gibt aber auch das Leid, wo diejenigen, die leiden, schon verstummt sind und keine hörbaren und sichtbaren Laute oder Tränen mehr ausdrücken können. Gerade hier ist es wichtig, der konkreten Person zu begegnen. Das Zweite, was für mich sehr zentral geworden ist, ist das Dasein. Das ist am Anfang vielleicht nicht so schwer, weil mir der Mensch leid tut, weil ich vielleicht ein Taschentuch hergebe, weil ich da bin, weil ich versuche, die Hand dieses Menschen zu nehmen oder was auch immer dem Menschen gut tut. Dieses ganz konkrete Dasein und oft auch nichts sagen können, weil nichts passend erscheint. Das Dritte ist dann das Aushalten, wenn es über längere Zeit geht. Am Anfang ist es noch einfacher, das Dasein, und wenn das aber dann dauert, ich denke sehr oft auch an psychisch kranke Menschen, wenn das immer wieder und immer wieder die gleichen Geschichten, immer wieder die gleiche Not, immer wieder, ich kann nicht aufstehen, immer wieder, ich schaffe heute nichts, dann ist es relativ schwer, das auch auszuhalten. Vielleicht ist gestern, habe ich auch so ein Gespräch gehabt, wo mich dann jemand gefragt hat, wie halten Sie das eigentlich aus, dauernd sowas zu hören? Und ich sage darauf, ich brauche es nicht selber aushalten, ich gebe es weiter. Und da ist diese Lesung heute, er ist erhört worden aus seiner Angst.
weil er jemanden vertraut hat. Es ist letztlich die Hoffnung, dass jemand Größerer uns in der Hand hat in allem Leiden und dass wir durch Leiden den Gehorsam, eigentlich müsste man sagen, das Zuhören, das Horchen gelernt hat. Im Leid auch noch imstande sein, auf jemanden zu hören, der damit oder in all dem da sein will und der eine größere Sicht hat, als wir im Augenblick haben. Ich möchte uns heute einladen, dass wir vielleicht im Umgang mit leidenden Menschen diese drei Schritte in Erinnerung behalten, das Begegnen, das ehrliche Begegnen diesen Menschen gegenüber, das Dasein, aber auch das Aushalten, dass wir sehr oft auch nichts ändern können, aber dass vielleicht gerade das Dasein schon ganz entscheidend ist.